Und als ich dann wieder aufwachen sollte, habe ich das halt nicht getan. Und dann haben sie mich auf eine Plane gelegt und meine Füße nach oben, damit sie mich in den Aufzug reinbringen konnten. Und dann ist mein Kopf so zur Seite nach links gerutscht, ich habe es noch gemerkt, und dann ist das Blut hier runtergelaufen. Wie man sich selber einfach so einem Risiko aussetzen kann, ohne Rücksicht auf Verluste. Mein Name ist Lea, ich bin 23 Jahre jung, wurde ambulant operiert und bin nicht mehr aufgewacht. Ich war zu einer großen Operation im Krankenhaus, weil mein Kiefer an 6 Stellen gebrochen wurde, weil ich einen Kreuzbiss hatte. Das bedeutet, dass die Zähne, wenn man zusammenbeißt, nicht richtig aufeinandertreffen. Selbst wenn ich den Mund geschlossen hatte und nicht gelächelt habe, hat man die Eckzähne gesehen. Es sah furchtbar aus für mein persönliches Empfinden. Das wollte ich nicht. Ich hatte die Option, eine Außenspange zu tragen für ein Jahr. Man kennt es vielleicht aus Charlie in die Schokoladenfabrik. War da gerade frisch 18 geworden, habe frisch meinen Sohn entbunden. War eh schon schwierig, dass man ernst genommen wird als junge Mama und dann mit einer Außenspange. Nee, danke. War einfach keine Option. Meine Mama und meine Schwester sind die Menschen, die mir am nächsten stehen. Die haben gesagt, ich soll das bloß nicht machen. Es ist ja mit jeder Narkose ein Risiko verbunden. Und es ist doch ein großer Eingriff. Also es ist jetzt nicht, dass man das mal eben im Vorbeigehen macht. Und auch der Heilungsprozess ist definitiv intensiv. Und zu dem Zeitpunkt war ich da einfach unbedacht und habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Eine Operation, mein Gott, wie oft am Tag werden Menschen operiert? Wie selten passiert was? Ich bin Krankenschwester. Ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen. Und sich unnötig so einer großen OP auszusetzen, vor allem mit einem einjährigen Kind, das dann ja auch nicht mehr ins Gesicht fassen darf oder sollte, weil ja alles locker auch ist. Und dann eine Woche den Mund komplett zugedrahtet zu haben, nicht mehr sprechen zu können, sich eigentlich auch schonen zu müssen. Ja, und man macht sich auch Sorgen, oder? Ist halt doch die kleine Schwester und dann wollten wir das halt nicht. Es gibt schon wenige Bilder, auf denen sie wirklich herzhaft lacht. Das stimmt schon, ja, das würde ich schon so sagen. Aber wenn ich jetzt sage, man kann sich in was reinsteigern, dann ist das sehr gemein, dann will sie das nicht hören. Ich glaube aber, dass das vielleicht in dem Fall schon so war. Wie man sich selber einfach so im Risiko aussetzen kann, ohne Rücksicht auf Verluste. Weil man meint, man ist nicht hübsch, obwohl man bombastisch aussieht. Und wirklich eine der hübschesten, das sage ich nicht, weil du meine Schwester bist, das sagen alle Menschen, die dich sehen, dass du einfach wunderschön bist und trotzdem nie mit dir zufrieden bist und ich das nicht verstehen kann, wieso man sich selber nicht so nehmen kann, wie man ist. Der Vater von meinem Sohn ist gegangen, als ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin. Du hast mich und ich hab dich. Ja, schön, gell? Ja, schön. Alle Mamas, du bist noch zu jung dafür, sagen doch, oder? Oder was sagen die immer? Manche denken das, ja. Dass du noch zu jung dafür bist. Mhm. Aber bist du nicht. Nö, bist du schon eine Mama. Ja. Also, warum sagen die dann, du bist noch zu jung dafür? Wenn du ja eh schon eine Mama bist. Das frage ich mich auch manchmal, Cedric. The dream is changing and I'm not surprised. Ich habe in der Früh ganz entspannt mit meiner Mutter noch in der Küche gesessen. Sie hat gefrühstückt, ich durfte natürlich nichts mehr essen. Dann hat sie mich in die Praxis gefahren und dann ging alles ganz schnell. Dann kam ich schon in den OP, habe mich da selber auf so eine Liege gelegt. Dann haben sie gesagt, ja, und jetzt gute Nacht. Und ich kannte das dann ja schon, ich wurde ja bereits davor schon operiert. War wieder nicht so angenehm, aber das ist es halt einfach nicht, wenn man, wie gesagt, gegen seinen Willen einfach einschläft. Dann haben die mich operiert und das ist alles planmäßig verlaufen, hat circa 45 Minuten gedauert, war nicht auffällig, nichts Besonderes. Und als ich dann wieder aufwachen sollte, habe ich das halt nicht getan. Ich habe das mitbekommen, die sind um mich herum, die haben mich aufgeweckt und haben mich berührt und gesagt, guten Morgen, Frau Wallenhaupt. Und ich dachte mir so, ja, hi, hier bin ich. Aber es ist nichts passiert. Also mein Körper war wie tot. Ich lag da und ich konnte gar nichts machen. Und dann haben die das gemerkt, dass ich nicht reagiere und haben mich weiter angesprochen und mich berührt und haben überlegt und haben nochmal gewartet. Und dann sind die langsam unruhiger geworden und ich dachte mir schon so, hoi, was passiert jetzt? Und
Und dann sind die verdammt schnell, verdammt unruhig geworden. Und dann habe ich selber Angst bekommen. Und dann haben sie mich angesprochen und ich wollte reagieren oder antworten, aber ich konnte nicht. Und ich weiß noch, mir sind dann die Tränen runtergelaufen, warum auch immer das ging. Und ich habe mich so sehr bemüht, ich wollte einfach nur so machen. Mit aller Kraft habe ich versucht, meinen Daumen und meinen Zeigefinger zusammenzuführen, aber es war einfach nicht möglich. Und dann haben die das gemerkt, dass mein Körper versucht, eben Luft zu holen. Und ich höre sie so sagen, ah super, sie versucht zu atmen. Wir stellen den Sauerstoff runter, damit wir sie animieren, dass sie mehr atmet. Und ich habe das gehört und ich dachte mir so, oh no, bitte nicht. Und ich habe so gemerkt, wie der Sauerstoff aus meinen Lungen entweicht und ich aber einfach nicht Luft holen konnte. Ich konnte nicht einatmen, es ging einfach nicht. Und dann haben sie mir das Auge aufgehalten und reingeleuchtet, um die Pupille zu prüfen. Und ich habe dann sogar gesehen in dem Moment, dass sie mein Auge aufgehalten haben. Aber ich konnte einfach gar nichts machen. Und dann war das wie im Film, also wirklich, wie man sich das vorstellt. Ich habe mich, wie auch immer es möglich ist, so gefühlt selbst von oben da liegen sehen. Und es war einfach nur deutlich spürbar, auch an der Atmosphäre im Raum, wie die Panik aufsteigt. Wir haben dann auch recht zügig gemerkt, dass hier gerade einfach nichts passiert. Und dann einen Krankenwagen gerufen, der auch unglaublich schnell da war. Also es ist ganz wenig Zeit nur vergangen. Und dann kam eine Rettungssanitäterin hinein, das war am dritten Stock, und hat dieses Gewusel wahrgenommen und kam hinein und hat einfach nur ganz laut gerufen, Ruhe, wer weiß, was die mitbekommt. Und ich dachte mir, hey, ja, danke, ich krieg alles mit. Aber keiner rafft's irgendwie. Wie auch, ne? Das ist ja, als wäre ich nicht da. Und dann wollten sie mich mitnehmen und haben aber beim Rauffahren ja schon gemerkt, dass diese Liege, die im Krankenwagen drin ist, die hat nicht in den Aufzug reingepasst. Und dann haben sie mich auf eine Plane gelegt und meine Füße nach oben, damit sie mich in den Aufzug reinbringen konnten. Und dann ist mein Kopf so zur Seite nach links gerutscht, ich habe es noch gemerkt. Und dann ist das Blut hier runtergelaufen, ich war ja frisch operiert. Aber es war halt einfach in dem Moment auch schon egal. Und dann haben sie mich in den Krankenwagen gebracht und dort dann haben sie mir irgendwas gespritzt und ab da war ich dann weg. Hieß, nach 3 Stunden kann ich sie wieder abholen. Ich hatte ihren Sohn, meinen Enkel im Auto, war auf dem Weg zur Zahnarztpraxis. Dann haben die mich angerufen und die haben mir dann erzählt, also ich brauche jetzt nicht in die Zahnarztpraxis kommen. Meine Tochter ist von der Narkose nicht aufgewacht und sie haben den Notarzt gerufen und sie ist jetzt auf dem Weg ins Klinikum, in die Notaufnahme. Das war das Schlimmste überhaupt. Diese Situation, diese Hilflosigkeit zu sehen, sie ist an den Geräten und das Ganze ist wegen einer ganz simplen Operation passiert beim Zahnarzt. Dann bin ich direkt ins Krankenhaus gefahren zur Notaufnahme. Dann war ich ja alleine in meinem Auto, da habe ich dann mal ein bisschen geschrien, ein bisschen getobt, weil es war einfach nicht fassbar. Es war einfach nicht fassbar. Meine Mutter ist von dort ins Zentralklinikum gefahren und ist mir auf Intensivstation gekommen und hat dann gewartet. Und es war zu Beginn einfach nicht absehbar, was jetzt passiert. Mama hat mich angerufen und hat gesagt, Mareike, die Lea ist nicht mehr aufgewacht. Ja, und ich dachte, ich bin in der Arbeit, um mich die 8 Babys und die Eltern wumms zu Boden gegangen und dachte, meine Schwester hat das Zeitliche gesegnet. Die Mama hat danach dann schon gesagt, dass sie auf der Intensive ist und alles, aber das kam bei mir gar nicht mehr an. Also das war bei mir war offen aus. Ich hab gedacht, Lea ist mit dieser scheiß Mini-Fuzzi-Metallentfernung hops gegangen. Ja. Schön, dass ich noch gibt's. Die schlimmste Situation, da zu stehen, nichts tun zu können, einfach nur warten. Sie können nur warten und wissen nicht, was sie dann erwartet. Ich hatte solche Angst, dass sie mich nicht erkennt oder dass sie blabla redet oder ja, oder auch gar nicht mehr aufwacht. Das war mein erster Gedanke. Mein Gott, den Kleinen, wie soll ich das machen? Ich bin berufstätig, ich kann jetzt auch nicht. Es war schon mit meinen 2 Kindern, ich war alleinerziehend, nachdem sie ab neun und er ja noch kleiner, wie soll ich das stemmen, wie soll das gehen? Ich verdiene nichts, ich kann nicht arbeiten gehen mit dem Kindergartenkind. Es geht nicht. Also das natürlich war sofort da, völlige Panik, völlige Angst. Also nicht nur um sie, sondern auch dann, wie es mit ihm weitergeht und Entschuldigung, auch wie es mit mir weitergeht. Was da draus wird und wie das, was passiert.
Ja, und dann, wo sie dann die Augen aufgemacht hat und mich echt erkannt hat, das war natürlich, ja, super. Direkt im Krankenhaus, als ich aufgewacht bin auf der Intensivstation, da war dann die ersten Fragen, wo bin ich, wie schlimm ist es und wo ist das Herr? Meine Mama war ja in meinem Bett gesessen, als ich aufgewacht bin. Und hat mich erstmal beruhigt, mit dem Cedric ist alles in Ordnung. Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Ja, es war irgendwo da, aber so viel habe ich nicht. Meine Mama hat mich dann drauf gebracht, hey Lea, du weißt schon, wenn was ist, du musst das regeln, weil ansonsten kommt das Kind zum Vater und da kann man nichts mehr machen. Das ist dann halt so. Und daraufhin kam das dann, dass ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt habe. Nicht besonders intensiv, das ist schon richtig, aber ich habe zumindest eben ein Schreiben aufgesetzt, zum einen eine Patientenverfügung und zum anderen auch die Tatsache, wie ich mir das wünsche, wo mein Sohn sein sollte, wenn ich nicht mehr wäre. Mit dem Gedanken, dass ich fast gestorben wäre, so hat es sich zumindest für mich angefühlt, konnte ich nicht gut umgehen. Und ich hatte tatsächlich, als ich dann am ersten Abend, als ich vom Krankenhaus zurückkam, ins Bett ging, ich hatte Angst einzuschlafen. Ich habe einen Cholesterin-SRase-Mangel. Das ist ein Stoff quasi, der bei mir fehlt in meinem Körper, der dafür zuständig gewesen wäre, das entsprechende Narkosemittel abzubauen. Die heutzutage standardmäßig verwendeten Narkotika haben diesen einen Inhaltsstoff, den mein Körper deshalb nicht abbauen kann, nicht mehr. Also das ist einfach ein Narkosemittel, das nach wie vor funktioniert, aber hauptsächlich früher in Anführungszeichen eingesetzt wurde. Und die Praxis, in der ich operiert wurde, hat davon einfach noch Restbestände sozusagen, die nicht schlecht sind. Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Jetzt im Nachhinein ist sie ein viel fröhlicher Mensch, ein viel offener Mensch und sie lacht jetzt einfach und zwar richtig lachen, zeigt ihre Zähne, macht den Mund auf und man sieht, es ist ein herzhaftes Lachen und nicht so ein, ah, ich darf aber Mund nicht aufmachen, weil meine Zähne sind nicht schön. Diese Erfahrung hat mich auf jeden Fall stärker und mutiger gemacht und viel motivierter, Neues zu probieren. Und die Grenzen sind einfach seitdem anders, weil ich halt weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Und dann möchte ich die Zeit, die ich bis dahin habe, viel besser nutzen und viel intensiver erleben und viel mehr machen. Also aus jedem einzelnen Tag mehr rausholen. Wenn ich in Situationen bin, die schwierig für mich sind und die anstrengend für mich sind und ich mir schwer tue, damit umzugehen, denke ich mir, hey, du hast die Chance gekriegt, nochmal durchzustarten, mach was draus. Und daraus kann man durchaus Kraft schöpfen, ja. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit Narkose gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniere auf jeden Fall True Doku und wenn es dir gefallen hat, dann schau auch mal auf dem Kanal Follow Me Reports vorbei.